Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und einer weiteren Strategie, um dich als Unternehmer Stück für Stück aus deinem Unternehmen rauszuholen, aus dem Tagesgeschäft, sodass du mehr Freizeit hast und mehr Zeit hast, um am Unternehmen zu arbeiten statt im Unternehmen. Die heutige Strategie habe ich vor vielen, vielen Jahren unter anderem durch Alex Rusch kennengelernt, als ich dort im Mastermind im Brain Trust war. Und diese Strategie nennt sich Buddy-System und ich wende diese Strategie seit damals für mich privat wie auch beruflich immer mal wieder an und suche mir einen Unternehmer-Buddy, mit dem ich mich gemeinsam hochschaukel, was den Erfolgsfaktor angeht, die Produktivität und den Fokus auf meine Ziele. Die Strategie ist im Grunde relativ einfach und simpel, aber sie hat mich in vielen Bereichen meines Lebens, gerade was auch Persönlichkeitsentwicklung angeht, so massiv weitergebracht. Vielleicht nutzt du das Buddy-System sogar schon auf eine andere Art und Weise und willst diese Strategie einfach mal ausprobieren. Es ist, wie gesagt, relativ simpel und einfach. Einmal pro Woche telefonierst du mit einem anderen Unternehmer, mit einem Unternehmerkollegen. Das kann aus derselben Branche sein, das kann aus einer anderen Branche sein. Und ihr habt einmal pro Woche einen fixen Termin, zu dem ihr telefoniert oder vielleicht auch einen Zoom-Call macht. Vielleicht habt ihr sogar die Möglichkeit, euch persönlich zu treffen. Und das Buddy-System oder dieser Mini-Brain-Trust, wie ich ihn weitergebe, funktioniert nach drei Kriterien oder in drei Phasen. Die erste Phase ist, berichte über deine Highlights der vergangenen Woche. Was ist dir in der letzten Woche besonders gut gelungen? Was für Abschlüsse konntest du machen? Welche Projekte gingen einen gewaltigen Schritt nach vorne? Stellt euch gegenseitig die Frage, was war dein Highlight in der vergangenen Woche? Was war dein wichtigster Punkt, den du in der vergangenen Woche umgesetzt hast? Und gebt euch dann ehrliche Komplimente. Also sagt dem anderen, dass ihr begeistert davon seid, was er da geschafft hat, was er dort umgesetzt hat. Gratuliert demjenigen zu seinem Erfolg. Denn wie oft haben wir als Unternehmer die Möglichkeit, über unsere richtig großen Erfolge im Privatleben mit Freunden oder Bekannten zu sprechen? Und ist es nicht so, dass wir dann immer ein bisschen das Gefühl haben, boah, ich bin doch ein ganz schöner Angeber? Im Buddy-System geht es darum, dass du bewusst über deine großen Erfolge sprechen darfst und ein Gegenüber hast, der genau daran auch interessiert ist, weil es ihn motiviert, weil es ihn weiterbringt. Also die erste Phase, was war dein Highlight, was waren deine Highlights in der vergangenen Woche? Danach geht es direkt in die Phase 2 und das sind die Baustellen. Stellt euch gegenseitig die Frage, was sind deine aktuellen Baustellen oder vielleicht sogar, was ist deine aktuelle Baustelle? Was ist dein großer Punkt, an dem du im Moment vielleicht nicht weiterkommst? Was ist liegen geblieben und aus welchen Gründen? Und vielleicht kann dir dein Buddy aus seinem Blickwinkel heraus 2, 3 Impulse geben, die dich wiederum bei dieser Baustelle weiterbringen. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem mit meinem aktuellen Buddy ein Telefonat und ich wollte ganz dringend und möglichst zeitnah ein Fotoshooting mit meiner Fotografin vereinbaren. Und meine Fotografin sagte zu mir, ja, aber das wird nichts innerhalb der nächsten 6 Wochen, weil ich bin komplett ausgebucht, bin aktuell außerdem im Babyurlaub. Das heißt, ich habe weniger Zeit, weniger Termine und die sind für die nächsten 6 Wochen ausgebucht. Das wird erst danach irgendwann klappen. Und ich hatte ihr dann nochmal eine E-Mail geschrieben, habe gefragt, du, es wäre für mich wirklich wichtig, ich zahle da auch gerne mehr, wenn ich früher drankommen könnte. Und sie sagte, nee, im Moment haut es nicht hin, ich habe wirklich alles voll, es funktioniert nicht, selbst wenn du mir den doppelten Preis zahlen würdest. Also habe ich gesagt, okay, und habe das meinem Buddy mitgeteilt. Habe gesagt, boah, das war für mich doch ein Frustfaktor, dass sie mir da nicht die Möglichkeit gegeben hat, früher reinzukommen. Jetzt bleibt dieses Projekt liegen und ich muss 6 Wochen warten, bis ich die neuen Bilder auf die Website bringen kann. Und mein Buddy sagte dann zu mir, du Thorsten, stell dir einfach mal vor, es wäre genauso gewollt und richtig. Was könnten denn die positiven Vorteile davon sein, dass du den Fotoshooting-Termin erst in 6 Wochen hast? Und dann haben wir uns über dieses Thema unterhalten. Was könnten die Vorteile sein? Und ich habe irgendwann für mich entschieden, hey, eigentlich ist es sogar positiv, dass ich dieses Fotoshooting nicht jetzt direkt habe, sondern noch mal ein paar Wochen Zeit habe, um mir Gedanken zu machen, was für Bilder brauche ich denn konkret? Und letztendlich gesagt habe, hey, das ist eigentlich genauso richtig. Und da hat mein Buddy mir damals aus diesem
eingeschränkten Mindset massiv weitergeholfen. Und stell dir vor, du hättest jede Woche punktuell, zeitlich terminiert, jemandem, dem du sagen kannst, du, das Projekt, das ich komme da im Moment nicht weiter, ich weiß nicht, wie würdest du an meiner Stelle damit umgehen? Kennst du jemanden? Hast du einen Kontakt? Hast du irgendeine Erfahrung schon mal in einer ähnlichen Situation gemacht? Ich habe einen schwierigen Mitarbeiter, das und das ist die Situation. Wie würdest du damit umgehen? Und du bekommst von deinem Buddy einfach eine Einschätzung und ein Feedback. Dein Buddy ist für dich Sparringpartner. Das ist der Mittelteil dieses Buddy-Treffens oder dieses Zoom-Calls. Und der letzte Abschlussteil oder der letzte Teil, was dann auch der Abschluss des Telefonates ist, ist, dass du für die nächste Woche deinem Buddy deine Ziele mitteilst. Das heißt, ein starkes Commitment machst. Was sind meine 3 bis 5 kleineren oder größeren Ziele, die ich bis zu unserem nächsten Termin in der nächsten Woche erledigt haben möchte? Ich habe festgestellt, dass es Sinn macht, dieses Buddy-Treffen oder diesen Buddy-Call tatsächlich entweder montags zu legen oder freitags zu legen. Das heißt, entweder rückwirkend, was war in der Woche los, oder montags zu legen und zu sagen, hey, das hier sind die Punkte, die ich diese Woche erreichen will, und nächste Woche Montag telefonieren wir wieder und ich sage dir, was ich erreicht habe. Durch diese Transparenz und durch die Kommunikation deiner Ziele an einen Gegenüber, dem du Respekt entgegenbringst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ziele bis nächste Woche erreichst, deutlich höher. Wenn du jede Woche mit deinem Buddy telefonierst und diese 3 Phasen durchgehst, was war dein Highlight der letzten Woche, was ist deine aktuelle Baustelle, bei der ich dich vielleicht unterstützen kann, und was sind deine Ziele für nächste Woche, dauert das Gespräch etwa 20 bis 30 Minuten, und wenn du die Regelmäßigkeit drin hast, bringt dich das enorm weiter als Unternehmer. Mir hat diese Strategie in meinem Leben als Unternehmer unglaublich geholfen. Und noch ein Tipp am Ende: Du solltest dir einen Buddy suchen, der vom Erfolgslevel ungefähr auf deinem Level ist. Das heißt, ihr habt einen ähnlichen Verdienst oder ihr habt eine ähnliche Marketingstruktur, eine ähnliche Unternehmensstruktur. Denn wenn der eine Buddy hier ist und der andere schon hier oben, dann fühlt der sich eventuell durch diesen Buddy-Call irgendwo eingeschränkt, er kommt nicht weiter. Und der andere fühlt sich irgendwann vielleicht minderwertig, weil er nicht auf dieses Level kommt. Wenn aber beide auf einer Ebene starten, dann ist immer ein Wechselspiel zwischen den beiden und man pusht sich gegenseitig hoch und kommt immer höher und höher in seinen Erfolgen und auch in seinen Zielen, die man sich von Woche zu Woche setzt. Also achte darauf, es sollte ein Gleichgewicht zwischen den beiden Buddies herrschen, was das Erfolgslevel angeht und was den Erfolgsstand des Unternehmens oder die Größe des Unternehmens angeht. Dann macht das Buddy-System Sinn, und dann einmal pro Woche telefonieren, diese 3 Phasen durchlaufen und danach sich verabschieden und auch kein Smalltalk oder irgendwas, nur diese 3 Phasen und danach eine Woche später wieder gemeinsam telefonieren. Der wöchentliche Call hat außerdem den Vorteil, wenn es doch mal ausfällt, weil dir ein Termin dazwischen kommt, weil du krank bist, weil du auf Geschäftsreise bist oder ähnliches, dann telefoniert ihr darauf die Woche wieder. Wenn du ein Buddy-System machst und nur alle 14 Tage oder einmal im Monat telefonierst und ausgerechnet dann kommt was dazwischen, das reicht nicht. Du brauchst den wöchentlichen Impuls, um von außen diesen freundlichen Tritt in den Hintern zu bekommen und ein Commitment einem anderen Menschen gegenüber zu machen. Ich hoffe, du probierst diese Strategie aus. Eine der wichtigsten Erfolgsstrategien, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, unter anderem durch meinen Mentor Alex Rouge. Und wenn du an weiteren Erfolgsstrategien interessiert bist, dann komm doch einfach mal in die wöchentliche Unternehmershow, den Online-Roundtable für Unternehmer, wo ich dich live und in Echtzeit coache. Und vielleicht ist das ein ganz spannendes Thema für dich.